Also eins kannst du ja nur, entweder hier schön stehen und Schiffe gucken oder schlafen. Du musst dich für eins entscheiden. Ne? Ein Tod musst du immer sterben, das ist so. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, mere piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me small. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. Schachthorn. Und was kommt da? Ein Eisluftballon. Wo bist du? Schachtholm. Ach so. Habe ich das nicht gesagt? Ja. Okay. Habe ich nicht verstanden. Ach so. Dann musst du es nachher nochmal wiederholen. Oh, jetzt habe ich... Oh, wow. Seid ihr abgestürzt? Du siehst nachher bloß nur einen kleinen schwarzen Punkt. Quatsch, das ist schon... Das sieht aus wie die Hose von Obelix. Ja, richtig. Hier, kannst du die halten? Nicht auf die Knochen kommen. Hey, richtig. Gesundheit. Ballonromanze.de. Nein, das heißt ballonreisen.de, steht da drauf. Aha. Du musst auch gucken, wo du hinfällst. Ja, ich bin richtig. Hast du mal eine Nadel? Ich lass die Luft mal raus. Kannst du wieder aus. Was war jetzt drauf? Ja. Der wird über der Sonne fliegen. Du da nicht. Landebahn 12 ist frei. Schatzi, was ist denn jetzt los? Ja, der Platzwart hat gesagt, wir sollen mal ein bisschen Markise einfahren. Hat er Angst, dass er die alle abkriegt, oder? Ja, oder dass wir... Er war nett und hat bestimmt... Ja, der war ganz lieb, er ist immer sehr fürsorglich. Ja, aber besser einmal zu viel abbauen, als einmal zu viel. Das ist richtig. Wahrscheinlich hat er schon von irgendwie so einem... Supercamper Bescheid bekommen, hätte er was sagen können, kennt sich doch hier aus. Ja. Wird dann nachher noch verklagt. Ja. Mensch. Aber es regnet doch gar nicht, Schatzi. Doch nicht. Es regnet nicht. Das ist nix, das was da kommt, ist nix. Ich würde befürchten, doch. Ich würde es. Wahrscheinlich hat er mit seiner Frau, die sitzen da jetzt und haben gewettet. Ja. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Licht von oben. Ist fertig? Ja. Das andere lassen wir fliegen. Das andere lassen wir was fliegen. Ja, haben wir schon gesehen, was im Nordostseekanal alles reinfliegt. Echt? Ja. Tisch und Stühle. Ja, echt jetzt? Vorhanden weg, stand auch wieder. So komm, wir sind Höhe. Alles weg. In Kroatien haben wir das gesehen. Ja. In Kroatien kam aber dann diese Bora. Genau, in Kroatien war die Bora, ne? Die war fies. Also sind wir noch nicht gehabt am Strand. Obwohl jetzt in der Normandie war das war mehr als Bora. So, na gut, okay. So. Das andere? Das lassen wir noch stehen. Ja. Oh, ist schon fast vorbei. Ja, aber zack, zack. Au, 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 au.
Kann mal einer auf die Hupe drücken? Guten Morgen, Schatzi. Guten Morgen. Du hast hier wieder ein wunderbares Frühstück. Ja, ist alles dabei. Hast du es selber gemacht? Nee. Nee? Das hat meine Frau gemacht. Wo warst du denn? Ich war mit Hundegassi. Ah, das ist gut. Ja. Das ist gut. Bist du damit zufrieden oder möchtest du noch mehr auf dem Tisch haben? Nee, das ist schon viel zu viel. Okay. Aber sonst geht es dir gut. Ja. Okay, hast du gut geschlafen? Ich hätte besser schlafen können. Aha, woran lag das? Es, an den Schiffen ist sehr viel Verkehr hier. Aber wir sind doch hier, um die zu sehen. Ja, richtig. Aber ich sonst nicht, hättest du ja auch in den Wald parken können. Und ich möchte nicht immer wach werden, wenn die Schiffe kommen. Dann musst du Oropax nehmen. Ja. Aber das wackelt auch das Wohnmobil, ne? Naja, das ist... Okay. Also eins kannst du ja nur. Entweder hier schön stehen und Schiffe gucken oder schlafen. Du musst dich für eins entscheiden. Ne? Ein Tod musst du immer sterben. Das ist so. Da ich das hier so schön finde. Du ja eigentlich auch. Ja, es ist ein schöner Morgen hier. Ja, nur die Nacht war blöd, ne? Jetzt willst du gleich nochmal schlafen gehen. Ich weck dich denn immer, wenn das Schiff kommt. Ist auch gut, ne? So, jetzt wollen wir erstmal frühstücken. Ja, hau rein. Kaffee ist noch nicht fertig. Ja, bis dahin habe ich ja mein Brötchen fertig. Ach so. Ein Weißes.
Das sind drei Jungs, drei Mädchen. Nee, vier Mädchen. Ja, die Jungs sind hübscher. Die Jungs sind schon weiß. Oh, wie viele, wie geil. Guck mal, der eine hat Plattfuß, der hat den Fuß rausgehängt. Ja. Die letzten, die müssen richtig kasteln, die sind langsamer. Guck mal, die arbeiten mit dem Kopf. Wie geil ist das denn? Hallo Schatzi. Mahlzeit. Wo bist du denn jetzt? Ich bin Breiholz Fähr Kombüse. Gibt's jetzt gleich einen kleinen Happen Essen. So, wir starten. Kann man die auch sehen. Die Fähre fährt. Obwohl hier überall steht. Dass die Fähre nicht fährt? Ja, genau. Ja, das scheint ja dann nur bis 3,5 Tonnen zu sein. Der Träger war auch schon schwer. Der Träger wiegt doch mehr als 3,5 Tonnen, oder? Hinten mit dem Mähwerk dran. Ja, stimmt. Naja, das ist ja nicht unsere Sache. Nee, wir können ja fahren hier, wer will. Ne? Ja, ist genau. Ja egal. Aber wir sind außen rum gefahren und weil hier ist gesperrt. Ja, wir hätten es ja besser wissen müssen können. Egal. War das weit vom Wohnmobilstellplatz? Nö. Weiß nicht, 2 Kilometer? So, kann man laufen oder fahren. Ja. Oder gefahren werden. Ja, je nachdem, wie das Wetter ist. Ne? Ja. Hier ist ein kleiner Parkplatz hinten dran. Genau, da hinten, da kann man Fahrräder abstellen. Da drüben kann man sein Essen bestellen. Da kann man hier schön schattig unter den Bäumchen sitzen und Päuschen machen, ne? Ja, genau. Ja, wir warten jetzt mal auf unser Essen, ne? Ja. Okay. Einmal große Platte für die Dame. Für die Dame. Ja. Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Kann man essen, ne? Vielleicht. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass hier auch noch eine Weiche ist. Fährt man hier auch nicht hin, ne? Ja, Schatzi, wo sind wir jetzt? Wir sind an der Fähre Breiholz. So. Schon wieder? Wir sind einmal Richtung Café gefahren, das geschlossen hatte. Ja, gibt kein Kuchen da. Genau. Und ja, jetzt machen wir uns wieder auf den Rückweg. Ja. Die Fähre kommt. Also sie fährt. Was sie mitnimmt, weiß ich nicht. Aber, also, wenn ihr das Video seht, ist ja schon lange wieder offen wahrscheinlich. Ist egal, sie fährt eben. Da drüben sind die ganzen Gänse, die den ganzen Weg voll kacken. Sind aber auch Jungtiere. Ja, die sind voll witzig. Kleine Küken. Schwäne hat man auch schon gesehen. Kleine Küken.
Ja, da drüben stehen sie auch immer mit ihren Wohnmobilen. Aber die gucken ja nur Fernsehen. Ja, die gucken nur, die haben alle ihre Satellitenschüssel raus. Ich weiß nicht, was. Na, nicht alle, das stimmt gar nicht. Aber das ist zwei von sechs. Sag mal, bei einigen geht das schon automatisch. Ach so. An und die geht schon automatisch hoch. Meinst du? Ja. Das ist ja was. Vielleicht haben die da ja auch eine Kamera drin und können dann auf dem Fernsehen den Kanal sehen. Ja. Ja, das ist die Fähre. So, wollen wir mal weiter, ne? Ja. Schatzi? Ja? Was ist los? Gewitter ist jetzt gleich vorbei. Ja. Und wir sitzen alleine draußen, ne? Nur die Dumm. Sind alle weg. Ich glaube, wir stinken. Wir stinken. Alle weg. Krumsi-Bums. Keiner Lust gehabt, mit uns Armbrot zu essen. Na, der Einzige, der bei uns sitzt, ist Boogie. Miss Bike? Geht's dir gut? Ist Gewitter, ne? So wie Italien. Ja, da war das auch so. Sind wir auch vom Essen zurückgekommen. Im Regen, ne? Und dann kam noch das ganze Gewitter. Da hast du mir noch, hast du noch das Dach aufgelassen. Da ist ja alles reingeregnet, wie verrückt. Die ganze Bettwäsche war nass. Ja. Hast du noch was zu sagen? Ich bin satt. Okay, dann ist ja gut.